And you, what do you call yourself? Antonio Montana. And you, what you call yourself? Ja, bienvenue. Nacht, es ist Nacht, würde Lafay jetzt singen, denn wir haben es 1 Uhr. Und äußerst spontänlich gelüstete es mich plötzlich, über Scarface zu sprechen. Es ist die nächste Episode aus unserem Türenformat. Für die Türe, ich es spüre. Das vielleicht einzige Internetformat auf dieser Welt, das auf die absurde Idee kommt, Filme auf Türklinken zu platzieren und anschließend darüber zu parlieren. Wie kam ich dazu, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe im letzten Video ein Anekdötchen erzählt darüber, wie man Türen ouvriert und wie ich Weiland im November des Jahres 2019 und im Februar, ja, eigentlich durchaus erneut, ja, zu dämlich dafür gewesen bin. Und gerade auch in Gegenwart dieser hinreißenden Personen. Und jetzt, um das zu verarbeiten, platziere ich einfach mal ein paar Dramen auf Türklinken und parliere über deren Inhalt. Ich führe mir eigentlich seit 1 Jahr keine Filme mehr zu Gemüte. Warum auch immer. Das wissen nur die Insider. Ich habe jetzt so meine neuen Pforten geöffnet und neue Ideen freigesetzt seit einigen Jahrhunderten gefühlt. Aber im Kelche der eidetischen Erinnerung ginge es um den einen oder anderen Film. Dieser hier aus dem Jahre 1983 galt lange Zeit als etwas risqué. Es handelt sich um das Remake von Paul Mooneys Scarface, also das war der Hauptdarsteller, eigentlich ist es von Howard Hawks von 1932. Hierbei nun über 50 Jahre später die Neuinterpretation verlegt in das Miami der 80er Jahre, noch vor Miami Vice und erst recht natürlich lange vor GTA Vice City. Die Hauptrolle, relativ erzürnt dreinblickend, Al Pacino. Nicht zuletzt dieser Film dürfte Pacinos Image als relativ unsanfter Schreihals gefördert haben. Obgleich, ich habe nun gesagt, dass dieser Film Scarface weit über Dinge wie Say Hello to My Little Friend und diese ganzen legendären Zitate hinausgeht. Dieser Film ist durchaus kompliziert. Gut, Daniel Zünder zum Beispiel hat eine lustige Rezension darüber geschrieben, dass es eigentlich nur ein witziger, kitschiger Film ist und die Leute den jetzt nicht, den Streifen, intellektuell überschätzen sollten. Also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Man kann den Film als absolutes Gangsterspäßchen ansehen, man kann ihn auch als brillantes Drama der absoluten emotionalen Exzesse zelebrieren. Galt lange Zeit so ein Stück weit als eine sich selbst feiernde Ballerorgie, wenn man so will, und ist auch dementsprechend auf dem Index gewesen. Also diese ganz normale 18er Altersfreigabe, die gab es nicht immer in dieser Form. Scarface ist ein Werk, das du mit jeder Faser deines Körpers und deines Geistes und deiner Seele sehr brutal aufgesogen hast, ja. Also, du lebst hier, wie gesagt, ich sprach es schon an, für den emotionalen Exzess. Es ist ein Werk der Extreme. Du hast auf der einen Seite die zärtlichsten Palmendüfte, gleichwohl auf der anderen Seite die Kettensäge des Grauens, bildlich gesprochen. Nimm schon relativ früh in diesem Filme etwa diese Einstellung. Manny Ribera mit der Stimme von Gilles aus Le Genou de Claire. Gruß an Lara, ganz, ganz liebe, wundersame Grüße. Dieser Mensch mit Ulrichs Synchronstimme flirtet da am wundervollen Ufer fast, da in dieser Miami Street mit einem blondiösen Geschöpf weiblicher Natur. Es ist so ein bisschen diese Bailar-Musik, ja, eine Musiker der schwungvollen und zu lieblichem einladenden Klänge. Und dann führe diese Kamera ohne erkennbare Schnitte in ein und derselben Einstellung hinauf in ein, ja, Gebäude wäre zu viel gesagt, das ist, was ist das? Sind diese Motel-ähnlichen Häusnisse da draußen, auch mit diesen merkwürdigen Treppenhäusern ohne Wand drumherum. Und du begibst dich hinein und du gehst nicht einfach rein, sondern was es wird sein,
Das ist nicht ganz so fein. Da werden Menschen auf relativ unerfreuliche Art und Weise malträtiert und beseitigt. Da gibt's diese Marta, die da mit einigen spanischsprachigen Schimpfwörtchen agiert, ja. Pardon. Und wir sehen den Typen aus Body Double, der residiert da mit Martha. Begänne natürlich ganz freundlich. Ja, wo hast du denn den Stoff? Und so weiter. Also die Hauptthematik teilweise Drogen. Die ganzen Rauschgift-Themen sind jedoch nur eine Metapher. Diese metaphorische Umschreibung zeigt doch eigentlich, es geht hier nicht um den Konsum der eigentlichen Droge. Die eigentliche Droge ist dieser Typ hier. Dieser Mensch, der wirklich, nachdem es politisch sehr, sehr komplex um ihn bestellt war, er da mit 125.000 anderen Leuten von Kuba nach Miami gebracht worden ist, will das Leben fortan als Rausch erleben. Er kennt das Leben von unten. Er weiß, was Castros Politik mit ihm getan hat. Ja, das ist so ein bisschen diese Situation. Anfangs fast dokumentarisch, übrigens ganz, ganz brillanter, typisch 80er-Jahre mäßig extrem aufgeladener Soundtrack von Synthesizer-Meister Giorgio Moroder. Ne, diese Castro-Situation, wie gesagt, zu Beginn. No los queremos, no los necesitamos, sagt er da über die Leute, die er da fortschickt. Also behandelt sie wie Abschaum oder äußert sich vor allen Dingen in den Reden diesbezüglich in genau dieser Weise. Sie landen in Miami, ungefähr 25.000 Menschen vorbestraft, können nun mehr oder weniger mit einem neuen Leben durchstarten. Die Bedingungen sind natürlich nicht die günstigsten. Und ja, er wird da auch ein bisschen verspottet, dass er gerade vom Bananenboot käme und so weiter. Und gedächte jedoch mit einem gewissen Ehrgeiz, so könnte man es zumindest positiv umschreiben, was der treibt, aufzusteigen. Ja, Aufstieg und Fall, das ist ein typisches Wunder von Thematik, das hier intensiver behandelt wird als in wahrscheinlich fast allen anderen Filmen. Ja, also natürlich, Al Pacino hat in Filmen wie Der Pate 2 brillante Darbietungen erbracht, das ist überhaupt nicht die Frage. Jedoch an die Kompromisslosigkeit eines Scarface kommen die meisten anderen Genrefilme. Was heißt Genrefilme? Kann man das einen Gangsterfilm nennen? Gangsterdrama, Gangster-Epos? Es ist aber auch ein bisschen eine Familiengeschichte, dann ist es ein bisschen Finanzthriller, wenn man die ganzen Geldscheine mitzählt. Also es hat ein bisschen von allem. Ja. Es ist teilweise auch ja, eine kitschige, humoristische Geschichte mit ein paar witzreichen Pointen und so ein paar Urlaubsflirts. Ein bestimmtes Wörtchen mit F, das natürlich jedem geläufig sein dürfte, das erklänge dann mal eben ein paar hundert Mal. Der Film hat da auch popkulturelle Impulse gesetzt und ein bisschen die freizusetzende Sprache ja, sich entfalten lassen, wollen wir es mal so ausdrücken. Also bestimmte Dinge kann ich hier jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, weil ich hier meinen Account nicht gefährden möchte und kein Freund von Löschungen bin. Aber er vergleicht zum Beispiel die Stadt Miami mit einem großen, weichen Zauberkonstrukt der Natur. Und selbiges Zauberkonstrukt der Natur wartet laut seiner Meinung nur darauf, sozusagen im richtigen Schwung in Kraft treten zu dürfen. Ja. Wer den Film gesehen hat, wird mir folgen können. Wer den Film nicht sich zu Gemüte führte, wird sich ungefähre Bildnisse vor dem geistigen Auge herzustellen imstande sein. Dieses Filmchen. Ja, gehörte lange Zeit zu meinen absoluten Favoriten, auch genreübergreifend. Indes hat sich das Bild gewandelt. Es ist nur noch in Anführungsstrichen mein Lieblingsgangsterfilm. Womöglich habe ich ihn vor einigen Jahren auch zu intensiv konsumiert. Also jetzt nicht den Stoff, um den es geht in dem Filme. Den habe ich wohl von Natur aus in mir, in meinem irren Bewusstsein, das ist alles etwas, das ich nicht anrühre. Aber ich meine jetzt den Film, die Droge Film, die ich inzwischen losließ.
Und das ist natürlich visuell. Wir reden hier immerhin von Brian De Palma, Mr. Body Double, Mr. Raising Kane, Mr. Blowout. Das ist visuell und auf den entsprechenden Ebenen, die hiermit in Verbindung stünden, mehr als großartig. Ja. Also wenn ich mir diese Dekorationskünste vor Augen führe, wie hier mit Farben gearbeitet wird und hochgradig komplexen Kameraeinstellungen in einer Dokumentation, diesbezüglich hieß es auch mal, wenn man Brian De Palmas Arbeit visueller Natur mit Sprache gleichsetzen würde, dann stünde das, was hier einem ins Auge sprenge, wirklich nicht gerade für einfaches Vokabular. Ja, das ist wirklich opernhaft inszeniert. Du hast einerseits einen Orkan bestimmter grafisch nur teils gezeigter, aber insbesondere seelischer Grausamkeiten und Brutalitäten und Brachialseins Tragikexzesse. Jedoch das Ganze gepaart mit einem so lieblichen, kitschig, bunten, bonbonfarbenen visuellen Stil. Dieser visuelle Stil, den man ganz klar identifizieren kann als ein Kind der 80er Jahre. Das Ganze, wie gesagt, unterlegt mit der entsprechenden Musik. Und da gibt es wirklich tragische Stücke. Ich meine, nimm so ein Stück wie No Wife, No Kids. Also erstmal ein ganz, ganz schrecklicher Titel, der auch genau sagt, worum es geht. Als sich dann Montana doch mal von einer wirklich, wirklich begrüßenswerten Seite zeigt. Und Achtung, Spoiler. Die Sprösslinge unserer Welt nicht hochgehen zu lassen gedenkt. Ja, ansonsten ganz, ganz tolle schauspielerische Darbietung von Michelle Pfeiffer als gelangweilte Gangsterbraut. Mit Robert Loggia, der Typ aus Lost Highway mit seinem 450 SEL 6,9. Dann natürlich unser großartiger Hauptdarsteller, der hier wirklich sehr, sehr intensiv eindrang in seine Rolle. Ansonsten, natürlich haben wir auch andere Figuren, Mary Elizabeth Mastrantonio, for example, und viele weitere. Die Nebendarsteller hervorragend, die Synchronisation auch bei den meisten Rollen absolut herausragend. Ich rede natürlich von der ursprünglichen, es soll wohl irgendwas Neues geben, das mir jetzt nicht ganz bekannt ist. Frank Laubrecht mit einer tiefen Stimme auf Pacino, im Originalton Pacino höher. Aber auch sehr passend, weil er sehr kreischfähig ist. Also diese eine Szene, also da jetzt, ich kann es nicht eins zu eins zitieren, weil dann komme ich wieder hier in Löschverlegenheit und so weiter, aber mit diesem Gaspar Gomez und so, als er da einmal so ausrastet in Franks Büro, ne, mit den Kakerlaken und was haben die denn für uns getan und wie er da richtig sich erhöbe von seinem Stuhle und dann an diesem Tisch richtig, richtig Radau zu machen beginne. Und ganz, ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, Alejandro Sosa. Mit dieser schmierigen Synchronstimme, die man so selten hört. Man kennt sie von Daniel aus La Collectionneuse von Eric Romer, diese Stimme. Dieser Alejandro Sosa, der sitzt da mit seinem Teekännchen ganz gemütlich in Bolivien in seiner Luxusresidenz und kann auch ein einflussreicher Freund sein, wenn man ihn zum Nichtfeinde hat. Aber wenn er dann beginne, dein Feind zu sein, dann kannst du deinem Tode entgegenwinken. Und ich sage dir, mein Freund, es wird kein Vergnügen sein. Es fördert ein Finale der schlimmsten Ewigkeit. Und gegen Ende fielest du Jesus gleich in den Teich der Verendung. Das alles ist Scarface. Diesen Film kann man mitnichten in einer Viertelstunde hier behandeln. Das ist jetzt keine Gesamtanalyse und die wird es auch niemals geben in dieser Form. Es ist nur so ein gröblicher Eindruck. Also du beginnst irgendwo bei Null, auf einmal plötzlich Cadillac, Porsche und so weiter, sahnecremefarbene Luxusschlitten, ein Selbstdarsteller vor dem Herrn, der nämlich wirklich zeigen will, was er hat. Jetzt nicht unbedingt immer auf die eloquenteste Art, sondern teilweise sehr, sehr brutal im Worte. Aber auch der hat in gewisser Weise eine sehr geschulte Rhetorik, zwar mit Gefängnismanieren, aber eben dieses Überzeugende. Er zieht die Leute in seinen Bann und zwar auch auf die finsterste Art und Weise. Und mir geht gerade die Zeit aus. Leider, ich hätte noch gern so viel gesagt. Aber auf jeden Fall 5 Sterne. Danke.